Weigel trifft Silvia Schwarz. Du bist in London geboren, bist Kind spanischer Eltern. Du lebst in Berlin? Ich habe eine Wohnung hier. Also Leben tut man nirgendwo, wenn man so richtig im Beruf ist und man viel rumreist. Und meine Familie ist sehr zerstreut. Also wenn ich frei habe, dann besuche ich meine Eltern oder meine Brüder. Also ich bin selten in Berlin leider, obwohl ich meine Wohnung hier behalten wollte. Du reist viel, deine Familie lebt nicht in deiner Nähe? Nee, meine Eltern sind in Madrid und ich habe einen Bruder in Amerika, der andere ist in Hongkong. Also wir sind wirklich zerstreut und mein Freund ist in Kenia. Also es ist wirklich sehr weit weg. Aber wenn du in Berlin bist, bist du bei der Berliner Staatsoper? Nee, nicht immer. Also ich bin nicht mehr im Ensemble da. Da war ich 4, 5 Jahre lang im Ensemble. Ich hatte dann irgendwie zu viele Verträge woanders, um da irgendwie fest zu bleiben. Und da komme ich vielleicht einmal im Jahr hin für eine Produktion. Dieses Jahr ist es diese Händel-Produktion, die wir gerade machen, und sonst Konzert in der Philharmonie oder Konzert oder so. Aber eigentlich bin ich selten in Berlin jetzt. Und welche Dirigenten haben dich in der Zeit in der Staatsoper inspiriert? Also erstmal der Barenboim natürlich. Der war der erste, das war mein erstes Jahr an der Staatsoper. Ich hatte noch nie Oper gemacht und ich hatte September angefangen und im November hat er mich gehört für eine Produktion, die wir zusammen hatten, was ganz Kleines, und er hat dann sofort gesagt, die muss meine Zerlina sein, und das hieß, dass ich dann im März von dem Jahr schon mit Zerlina, mit Dorothea Röschmann und Barenboim und ich weiß nicht noch wem hatte, und das war, und René Pape, es war wirklich verrückt, weil ich war sehr neu auf der Opernbühne und ich habe dann wirklich Glück gehabt, dass er mich gut fand. Er hat mir sehr geholfen, der Barenboim. Und ich gehe mal einen Schritt zurück. Du hast bei Thomas Quasthoff studiert? Ich habe bei Thomas Quasthoff studiert, das war ein, also ich habe in Madrid fertig studiert, Gesang, und dann habe ich ein Zusatzstudium in Berlin angefangen, und Thomas Quasthoff war mein Gesangslehrer und er war wirklich wunderbar für mich. Er war nicht nur ein Gesangslehrer, er hat viel daran gearbeitet, irgendwie mir Mut geben und Selbstbewusstsein aufbauen, und er war eher ein Mentor als nur ein Lehrer und hat auch dann immer wieder mir helfen wollen und Konzerte mit mir gemacht, und der ist wirklich eine besondere Figur in meinem Leben geworden. Erzähl uns von einer interessanten Stunde mit ihm. Also das Allerschönste, glaube ich, war, wir hatten eine Tournee mit den Liebeslieder-Walzern in den Staaten. Letzte Spielzeit war das. Und wir hatten so New York, Carnegie Hall, dann zum Pol und Chicago. Also es war wirklich so eine Sternrunde. Und ich war das Baby von der Gruppe. Die anderen waren alle so große Stars. Und irgendwie den Tommy da wirklich wochenlang Tag und Nacht quasi zu erleben, das war wirklich was ganz Besonderes. Weil da hat man gesehen, was für ein Riesenherz er hat. Das kennt man natürlich, aber wenn man ihn jeden Tag erlebt und wie großzügig er ist und wie er in Konzerten sich selbst zurückzieht, um alle auf einer gleichen Ebene zu haben, obwohl er der Riesenstar im Konzert ist natürlich. Und also das war eine sehr schöne Zeit, ihn ein bisschen länger da zu haben. Das war sehr schön. Du erzählst vorhin von dem aktuellen Programm. Erzähl uns davon. Was ist für eine Premiere gerade gelaufen? Das ist eine Händel-Oper, eigentlich keine Oper, das ist ein Oratorium. Der hat das sehr jung geschrieben, der war 21, als er dieses Oratorium geschrieben hat. Und das hat der Jürgen Flimm jetzt inszeniert. Es ist eigentlich eine Produktion, die in Zürich war und auch in Madrid, aber wird hier richtig als Neuproduktion gemacht. Das heißt, wir haben 4, 5 Wochen Proben gehabt und dadurch konnten wir es wirklich bauen, so auf der Struktur, die sie in Zürich und Madrid hatten, aber wir haben die Rollen für uns selber so entwickeln können, und die Arbeit
das ist so eine beglückte Produktion gewesen. Die Atmosphäre war wunderbar, die Arbeit war sehr intensiv und immer so in eine Richtung so richtig schnell vorwärts gegangen und immer reicher geworden. Und die erste Vorstellung vorgestern war besonders schön. Wir hatten ein tolles Publikum und sie haben wirklich gut verstanden, das, was wir damit erzählen wollten. Und es ist, wie gesagt, eine richtig beglückte Produktion. War sehr schön und der Minkowski, Mark Minkowski, der Dirigent, kam irgendwie dazu nach ein paar Wochen Proben und das war die Krönung. Er hat dann alles so zusammengebracht, alle Ideen, die Flim hatte, sind dann irgendwie zusammengekommen mit den Ideen von Minkowski und das ist wirklich was ganz Besonderes geworden. Auch weil ich fand meine Rolle sehr interessant auch für meine eigene Entwicklung und einfach schauspielerisch, was eine Sache ist, die mich sehr interessiert. Ich habe ein paar Theaterstücke gemacht und so, ich wollte in die Richtung auch ein bisschen gehen. Also deswegen war diese Rolle wirklich so interessant, weil das eine, ich sag mal, eine Herausforderung war, einfach schauspielerisch auch, nicht nur musikalisch. Und was ist das nächste Ziel? Ich habe als nächstes an der Wiener Staatsoper jetzt im Februar Liebestrank, El Isil d'Amore mit Rolando Villazón. So, da bin ich wirklich gespannt, was daraus wird. Letztes Jahr hatte ich die gleiche Produktion mit Juan Diego Flores, also ich habe wirklich nur die Star-Tenöre als meine Nemorinos. Aber es wird sehr, sehr schön, glaube ich, weil der Villazón ist so ein intensiver Mann auf der Bühne und ich glaube, er gibt ja alles und es wird richtig Spaß machen. Es gibt ein Projekt in Nairobi. Kannst du uns davon erzählen? Ja, also da singe ich nicht mit. Das ist eine Oper, die einzige Oper mit einer kenianischen Geschichte. Kann man das so sagen? Kenianische Geschichte. Ja. Die wurde von einem Engländer geschrieben für eine Mädchenschule da. Und die hat er jetzt erweitert und da gibt es jetzt Tenöre und Bässe und sowas auch. Diese Rollen hat er dafür geschrieben und Riesenchor. Und das wird jetzt im März aufgeführt. Und das ist ein sehr wichtiges Projekt für die da, weil sie haben natürlich die Opernsänger, die es gibt, die ausgebildet sind da in Nairobi, die haben wenige Chancen, wirklich auf einer Bühne zu stehen und zu singen. Also es ist wirklich eine einmalige Chance für die. Und ich mache nicht viel da, ich mache nur ein paar Workshops mit den Sängern, ein bisschen Gesangstechnik, was ich vielleicht da helfen kann. Und auch vor allem, dass sie Fragen stellen können, wie es ist, auf diesem Markt zu sein von Sängern in Europa und den Staaten und so generell, weil die sind sehr, sehr weit weg davon und die mussten ganz anders denken, wenn sie hier überhaupt anfangen wollten vorzusingen oder sowas. Also bei denen geht es gerade eigentlich darum, dass sie das Geld finden für die Busfahrt, um überhaupt in eine Probe zu kommen. Das ist eine ganz andere Welt. Aber es gibt so viel Talent, so viel Enthusiasmus. Und alle werfen sich rein in diesem Projekt, in dieses Projekt. Und ich glaube, es wird wirklich sehr schön. Ich fliege Anfang Februar dahin und arbeite mit denen so eine Woche, schaue mir die Proben an und bin einfach da für die, wenn ich mir was machen kann. Und versuche auch ihnen zu erzählen, dass es sowas gibt, weil ich finde, das muss man auch verbreiten und es kommen einige Leute da aus Uganda und Somalia und so, also da bringen die Nation, die Musik bringt die Nation natürlich wieder zusammen. Es ist ein schönes Projekt. Gibt es eine Internetseite, wo man das nachlesen kann? Nein, also ich habe mit der Hälfte der Truppe gestern geredet und sie haben keine Seite, aber ich will jetzt eine Facebook-Seite aufmachen und da mache ich ein paar Bilder, wenn ich da bin und da kann man auch sehen, wie es geht und vielleicht mache ich ein paar Videos und so, weil ich finde es so wichtig, dass die Leute das sehen.
wir sind manchmal ein bisschen hier in Europa, wir vergessen, was für ein Glück wir haben, dass wir musizieren können, also für unseren Beruf. Nicht? Ich hoffe, der Enthusiasmus von diesen Menschen ist ein bisschen ansteckend. Das ist wirklich sehr schön. Also ich mache das bald, eine Facebook-Seite für dich. Also du bist ja selbst auch bei Facebook und nutzt es. Und dann können wir auch diese Informationen über deine Facebook-Seite sehen? Bald. Ich war ein bisschen faul bisher mit Facebook, aber das, ich kümmere mich bald darum. Mit der Premiere von Triumfo gerade, das war sehr intensive Proben und wirklich den ganzen Tag. Und da, das ist auch eine Rolle, die wirklich alles nimmt, was ich habe. Und dann kam ich nach Hause und ich war einfach tot und konnte nichts mehr machen. Also jetzt habe ich aber ein bisschen Zeit dafür, das mache ich gleich. Letzte Frage. Was wünschst du dir für dein Leben? Ach, glücklich sein. Ich meine, das klingt dumm, aber alles, was man sich wünscht, geht in die Richtung. Also wenn ich einfach sage, glücklich sein, dann heißt es, dass ich das bekommen werde, was ich mir wünsche. Eigentlich kann ich mich nicht mehr wünschen, als ich habe. Ich habe im Leben irgendwie habe ich das Gefühl, nur die Rosen bekommen und nicht die Dornen bisher. Ich habe nur Glück gehabt und ich habe eine wunderbare Familie und wirklich ein Freund, der ist so meine Zwillingsseele und ein Beruf, was ich nur einige Leute wirklich, die träumen nur davon und eine wunderbare Stätte, wo ich immer wieder sein kann und tolle Freunde. Also es ist alles ein Glück. Also ich wünsche mir, dass es so weitergeht. Oh.